Hier ist eine Libelle, seht ihr die? Zwei Libellen, die machen Liebe. Eine verschwindet, die anderen. Ja, das sind wieder zwei Libellen. Achso, das ist immer derselbe Rhythmus. Ist eigentlich cool, wenn man sieht, wie das Video produziert wurde. Mal gucken, ob die Syra hier wirklich noch eine Pflanze voll reinstellt oder ob sie direkt Warden kommen. Korrekt, ich habe den Kha'Zix sogar nochmal mit der Q erwischt. Ich habe gar nichts geskillt gehabt. Stell dir vor, ich hatte die E. Ich vielleicht sein Flash gezogen, aber besser die Q haben für die Lane. Ah, die Q ging noch durch. Sie hat einen Corrupting Potion, dadurch hat sie mehr Sustain. Jetzt habe ich leider nicht geguckt, ob der Kha'Zix unten zur Krabbe gelaufen ist. Aber ich halte auch mein Auge schon mal offen für den Rammus. Okay, bei Rammus passiert nicht viel. Tatsuma, danke für die Dodo. Holy shit. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Vielen Dank für die Unterstützung, für den Support. Okay, Kha'Zix ist jetzt hier unten. Hab den Minion jetzt verpasst dafür, fürs Pingen. Muss ich mich ein bisschen weiter oben platzieren, wenn der Kha'Zix wirklich hier ist. Gut geschossen von der Zoe, ey. Boah, Rammus überlebt das Camp. Ja, die Zoe ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die hat da vorne ihr Exhaust, das wird sie jetzt auch gönnen. Die hat gar nicht mehr so viel Mana. Ist okay, ich habe 4 CS mehr gerade. Nicht getroffen, okay. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über den Rammus-Besuch. Ich will noch eine Wave Sham machen. Ich weiß nicht, wo die Zoe ist. Korrekt. Ich habe 12 mehr CS als die Zoe. Also, ich habe ja wirklich gestern nochmal das Matchup gespielt. Okay, gestern war auch ein scheiß Tag, aber. Da hat die Zoe mich ziemlich fertig gemacht. Die hat auch irgendwie jede Q getroffen. Und bei der ist es jetzt anders, zum Glück. Boah, Rammus riskiert es komplett. Warum versucht er da noch zu fighten und zu jungeln? Der hat keine Chance gegen Kha'Zix.
Das ist die Gefahr eines Rammus. Im Late Game tausendmal stärker als ein Kha'Zix, klar. Aber am Anfang ist Rammus noch ein bisschen langsamer. Schade, ich habe ja leider den Charme nicht gehittet. Da ist der Kha'Zix gewesen, habt ihr es gesehen? Wie er rausgelugt hat. Ja, das ist wieder das, was ich gesagt habe, ne? Wenn du einmal von der E getroffen wirst, bist du tot direkt. Und die Sleepy Trouble Bubble hält leider so lange, dass du nicht in der Lage bist, noch zu flashen sogar. Vielleicht brauche ich deswegen MR Boots. Gegen Zyra, Zori, Akali kann man durchaus MR Boots bauen. Nicht, dass der Rammus mir wegtiltet hier wegen dem Kha'Zix. Sein Blue kommt. Gönn ihn dir, Wayne, gönn ihn dir. Yes! Stark. Immer wieder ein gutes Gefühl, wenn der wichtige Charm trifft. Macht der Rammus da? Was ist das für eine Trap? Geh farm, Junge, du brauchst Farm. Falscher Ping, Entschuldigung. Könnte sein, dass er den nimmt. Wie sieht's aus? 70 CS hat die? Ich habe 2 Supports, das ist okay. Echt? Jetzt bin ich tot? Ne, die Minions. Und dann kommen solche Fehler. Wow. Oh, what?
Fuck. Es war vielleicht worth. Wenn ich mein Ludens dafür holen kann, ist es vielleicht sogar worth. Ich hätte auch einfach rausdashen können und dann hätte Wayne den Kill gehabt. Das wäre wahrscheinlich mehr worth gewesen, aber man will ja den Kill auch dann haben, ne? Na, einmal Mitte halten, please. Hat die ihr Ludens schon? Ne, das hat sie nicht, zum Glück. Oh, der Kha'Zix ist 3 Level über dem Rammus. Oh je. Da muss er noch ein bisschen farmen. Der muss doch einfach mal die Tower halten. Das ist eine Mini-Wave gewesen. Das ist eine Mini-Wave. Was meinst du, wie viel Erfahrung das für einen Jungler bringen kann, wenn er behind ist? Oh, da kommt der TP rein. Da flutscht sie mir direkt davon. Die hatte einfach... Achso, das war ihr eigenes Ignite und davor war nur die Barriere. Kha'Zix nervt ihn leise hin. Ich hab leider nicht geschafft, irgendwie eine Platte zu nehmen, da traue ich mich gerade nicht. Ist Orianna ein schwerer Champ zu lernen, fragt Simila. Ja, ist es. Definitiv. Auf jeden Fall. Ganz kurz nochmal. TaschSultan01. Nochmal vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hast beim ersten Mal schon gehört. Für deine Dono. Schönen Tag, Mac. Viel Erfolg. Vielen, vielen lieben Dank. Ich spiele jetzt Leona. SWKLN. Ich werde jetzt Ash spielen. Z-Dream Summoner und The Xoranze. Vielen Dank fürs Followen an euch. Ich bin eigentlich stark, aber sie hat ihr Protobild und wenn ich einmal gehittet werde. Aber sie kann auch Fehler machen, ne? Ich bin jetzt in einer richtig guten Position. Wenig Mana, ey. Wir stehen sehr gut. Die Wayne hat ebenfalls 6 Kills. Ich hab euch gewarnt, dass Zoe Bot ist. Top, Entschuldigung. Hoffentlich gelingt es denen. Oh, ich habe so angenehme Items gerade. Thank you.
Zoe oder Zyra kommen hier lang. Gut predicted. Schade. Holy shit, der zweite Tower kriegt echt viel Schaden. Wir haben auch so gute Wards überall. Ich könnte mich jetzt hier rein sneaken. Scheiße. Irgendwo war gewardet. Ich vermute, da war der Ward. So wie Zoe den die geschossen hat, da muss gewardet gewesen sein. Oh. Naja, jetzt gibt es erstmal Durchdringung, den Stab können wir uns nicht leisten. Ey, warte mal, ich baue ein Banshees. Ich baue ein Banshees, dann bin ich ziemlich safe gegen Zoe. Das ist eine gute Idee. Gefällt mir. Und ein rotes Trinket. Komme zum Herald. Da stehen schon alle. Na, der Rammus, ne? Macht erstmal den Red. Verstehe ich nicht. Kommt er hier lang? Das ist die Frage. Kommt er hier lang oder wo geht er lang? Er ist, glaube ich, Recall. Sehr gut. Larik Ult ist drauf. Ja, die zwei Assassine machen den Druck gerade und die Wayne aus 6-0 kommen auch irgendwie nicht mehr vorwärts. Verdammt, das ist ein Free Drake für die. Bin ziemlich gut aufgestellt. Ich würde jetzt super gerne sparen für ein Rabadons. Protect the Blue Buff. Ah, das ist ein Pinky. Die haben nicht mal die Krabbe gemacht, die Gegner. Das wundert mich ehrlich gesagt. Boah, Akali ist dick. Ich bin auch fett. Ja,
800 Schatten Gold. Das ist top. Und jetzt wollen die Baron vielleicht machen. Oh je. Die hat auch erstmal gewartet, die Akali. Die hat so ein bisschen die Trap vermutet. Aber dann ist sie doch rein. Oh mein Gott, die machen echt Baron. Ich muss hochlaufen. Ich habe keine Ult und kein Flash. Das. Und er wurde geklaut. Das ist meine Play Smart. Macht nicht so 50-50 Calls. Okay, räum die auf, dann push ich Mitte. Akali ist auch oben. Da ist nur noch der Lucian hier. Den kriege ich. Den schaffe ich. Wo ist der Lucian hin? Gesmited. Ich hatte doch noch mein Banshees. Jetzt spannend, ich habe keine R mehr. Na, es war wieder mein Banshee. Ne? Es ist gut, dass ich das habe. Sie wurde geheilt! Sie wurde geheilt von irgendwas. Die Bubble so ein bisschen. Oh, es reicht! Jetzt kommt die Wayne. Wayne hat keine Taric-Ult bekommen. Fehler. Okay. Er versucht sich gegenzuheilen, aber mit der Pflanze schafft er es nicht. Exhaust! For the win! For the win! Ich kann die verprügeln. Oh Mann, ey. Das war geil. Das war echt awesome. Hätte ich nicht gedacht, dass das Exhaust hat scheinbar genug Schaden runtergenommen von der Zyra. Ich brauche noch, und das ist wichtig, 243 Gold. Jedes Mal, und das wissen viele nicht, wenn Taric ein Spell castet, geht sein Cooldown um die Hälfte runter und seine nächsten zwei Auto-Attacks kommen schnell und es kommen zwei statt einer. Genau. Das heißt, Taric stand die ganze Zeit drinne, hat sein Heal gecastet, zwei Auto-Attacks. Heal gecastet, zwei Auto-Attacks. Und das gibt ihm so eine, das gibt ihm so eine geile DPS. Genau. Nimm du die Krabbe, Wayne. Und ich gehe jetzt meinen Rabidon holen. Rabidon's too good.
Oh, stark von der Wayne, dass sie hier nicht facecheckt und auf die Krabbe geht. Eine Wave noch und dann geh du mal vor, Rumble. Siehst du? Sie hat ihre Akalino R. Das ist wichtig. Sie hat den Ulti-Jump benutzt. Ohne Akali haben die, glaube ich, nicht genug Kill-Pressure für unsere Wayne. Achso, Tarik und Wayne haben auch keine R mehr. Nicht, dass sie wirklich National machen, das kann sein. Den Tower habe ich schon mal genommen. Ja, die sind dran. Ja, noch nicht ganz. Okay, perfekt. Die Rumble-Ulti war mal sexy! Aber Rumble kriegt keine Hilfe von Tarik. Kann das alleine machen? Ja, okay, Tarik bleibt bei Wayne. Ist vielleicht auch clever. Rumble hat's geschafft. Die Rumble-Ult. Halleluja, ey. Die spielen ja wirklich alle auch vernünftig gerade. Ramos ist noch so am meisten behind, wo ich auch sage, Kha'Zix kann da gut gegenhalten. Ja, hier ist Kha'Zix hinter euch, aber ich gönn mir den. Den gönnen wir uns. Die können den Inhibitor safe machen, finishen, okay, dann push ich mal top gleich mit. Wie gesagt, meine Ari ist eigentlich ganz sweet, nur die Laning-Phase muss ich noch üben. Wenn ich Akali besiegen will, brauche ich mein Ignite. Mein Tarik attackiert. Ja, greedy jetzt. Rampage. Ich habe keinen Baron. Der Baron wurde schon wieder geklaut? No way. Der Kha'Zix hat zweimal den Baron geklaut. Wow. Ich hab's gar nicht realisiert, dass der Dings weg ist. Die rasieren komplett. Ich bin die ganze Zeit dabei, Minions ranzuholen und meanwhile sind alle schon tot.
Der Break. WTF, einfach 1v2, zwei rausgenommen. Ein schönes Spiel, Freunde. Yes, GG.